Jawohl, sind wir drauf. Jawohl, läuft, sind wir drauf. Einmal frei. Ja, servus und habe die Ehre. Das muss ich euch herzeigen. Brutal, einfach so gewachsen, nichts gesagt. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ans vorhergehende Video. Da ist einmal so ein Eidechsel da gewesen und da ist der so drin gestanden. Den habe ich jetzt ausgerissen, also Unkraut. Nennen sie auch Futterkohl oder Furchenkohl, auch genannt, angeblich. Eine Mordswurzel, brutal. Fressen drei gern, ja, gut, die Wildtiere. Aber ist einfach so aufgegangen, brutal, gell? Einwandfrei, was da aufgeht, ne? Der Flieder, wunderschön, fängt auch schon zum Blühen an. Jetzt hoffen wir mal, dass es wärmer wird, bald. Momentan seucht es bloß alleweil runter. Halt das, das darf man da gar nicht sagen. Es regnet alleweil, ne? Regnet, einmal links, einmal schön zu. Da ist auch wieder ein Flieder, wunderbar. Einwandfrei. Kirschbaum, meine ich auch, dass der gut trockt. Heuer sieht man gut. Gut schon, dass Knipf drin sind. Die Knipf, meine ich alleweil, die sind ein Haufen Kirschen. Freue mich schon drauf. Wunderbar. Aber da unten, der Stempel, wenn man da sieht. Jetzt gehen wir mal runter und schauen wir mal hin. Da, der Stempel da, kleines Pflanzerl, unglaublich, da habe ich jetzt schon lange nicht mehr hergeschaut, aber da ist tatsächlich, die treiben tatsächlich aus, möchtest nicht glauben, das ist eine Schwarznuss, das ist wieder ein Experiment, ne? Ich tue aber mit verschiedenen Bäumen umeinander experimentieren. Weil es bei uns so wachsen, da muss ich mal wieder ausmachen, aussicheln, dass die da sauber hochkommen da. Und jetzt habe ich da einmal eine Schwarznuss probiert, von Uralgebirge. Ne? Schwarznuss, ist bei uns nicht heimisch, ja, die ist irgendwo im östlichen Gebiet, Uralgebirge oder was, irgendwo da halt. Aber wo man jetzt mal denkt, die probiere ich jetzt mal, Schwarznuss, soll ein Zukunftsbaum sein. Ja, da ist da mal mein Platz zum Probieren. Ich mag es recht nass, Staunässe, sagen sie. Und drum, da, wo der Chrom reinläuft in Weiher, der ist alleweil brutal nass, man sieht es auch, da steht das Wasser drinnen. Ist aber brutal nass und da kannst du dir auch gut tanken. Und wenn die was wird, da will ich aber dokumentieren, was sie was tut, wie lange das braucht, das treibt und so weiter. Wenn die was wird, dann werden wir ein paar Buschnasse pflanzen. Dann schauen wir mal bei der rein. Jawohl, die treibt auch schon aus. Und sieht's. Da habe ich bloß mit einem Einzelschutz. Da habe ich bloß einen Einzelschutz um mich da, weil. Da gehen aber die Hosen umeinander rennen und die fressen wir dann die an. Dann ist es umsonst gewesen. Ne? Dann habe ich noch einen dritten da. Den schauen wir jetzt auch mal an. Oh, der schaut schlecht aus. Oh ja, der schaut schlecht aus. Aber der hat nicht ausgetrieben. Der ist gar nichts gegangen. Der schaut aus, wie da ich war. Ja. Ja, der ist hier. Aber den lassen wir trotzdem noch drin. Vielleicht kommt er doch noch. Aber da, die zwei, die schauen gut aus. Ja, die schauen super gut aus. Super aus drin. Die habe ich ja so, wie man jetzt den gesehen hat, so habe ich die halt da eh gebaut. Einfach hingestoßen. Und dann, so wie es jetzt da waren, so, den Stempel da habe ich da eingestoßen und dann steht jetzt der, ein halbes Jahr, man ist jetzt drin, ja, ungefähr. Und der hat da was drin, Tatsache. Einmal frei. Ja, schauen wir mal weiter.
Jawohl. Mein Pfirsichbaum. Ist auch vor ungefähr 2 Jahren gepflanzt. Heuer im Frühjahr zugeschnitten. Ausgeschnitten. Ganz, ganz stark ausgeschnitten. Oder wieder stark drin. Bei den Bäumen ist es meistens besser, wenn man mehrere wegschneidet. Also ruhig großzügig wegschneiden. Ja, ich habe es auch probiert erst, aber es hat sich bewahrheitet. Das steht wunderbar da. Auch als Stammel gepflanzt und noch hat er jetzt schon eigentlich viel Knospen drauf. Schauen wir mal, ob er heuer das erste Mal trockt. Schaut gut aus, würde ich sagen. Ja, das war es auch. Da bin ich selber gespannt. So ein ganz guter Pfirsich, habe ich auch von einem Bekannten gekriegt, der war so ein Baum schon drinsteht hat im Garten. Und da, ja, schauen wir mal. Wenn 2, 3, 4 Pfirsich anfallen, war auf jeden Fall schon ein Gewinn, nicht? Passt ganz gut daher. Der mag es heiß wie Sau. Wir haben schon ein paar andere Pfirsichbäume, die haben richtig, da ist ein Stauhitz an einer Hauswindro und so weiter. Die haben, wie wenn's den Süden von Italien oder was bist. Ne? Immer frei. Das ist einfach super, stark. Ganz gut. Jawohl, dann würde ich sagen, schauen wir mal nur ins Gemüsebettel rein. Was da noch Neues gibt. Jawohl. Jawohl, habt ihr gesehen? Im letzten Video, da haben wir gut gepflanzt. Und viele haben gefragt, warum wir so die schwarzen Dinger da drüber stüppeln. Über die jungen Pflanzen. Ganz einfach. Dass sie da wie im Staud. Weil die Dinger sind schwarz. Und dann, wenn die Sonne drauf scheint, und wenn es auch bloß ein bisschen ist, wie momentan ist es einfach mit 10 Grad, 12 Grad, so, und der Wind, der ist einfach brutal kalt für die Pflanzen. Und dann, wenn man den drüber stülpt, dann lässt sich der auf, weil er schwarz ist, mit der wenigen Sonne, weil jetzt momentan scheint. Und dann ist unter dem Häupel viel wärmer drin, das tut ja nicht gut. Haben wir gemerkt, haben wir schon mehrere Jahre probiert. Ich glaube viel, viel besser, weil wenn man es rauspflanzt und die Häupel nicht drauf tut. Besonders in der Nacht. In der Nacht hält der einfach nur, wenn die Sonne untergegangen ist, ein bisschen her. Die Luft da drinnen, die ist einfach nur warm. Und dann, da fressen sie nicht so krass. Weil unser Zuckermaisenten, da schauen wir nachher auch noch um, da schaut es haarig aus. Der ist einfach. Irgendwo ist der ein Heuer zu kalt. Das ist. Ja, es ist aber auch viel Regen und Zeug, also brutal, was regnet. Ja, naja, wir dürfen nicht jammern, man muss immer, wie es kommt. Dann weißt du die Sache, ne? Jawohl, dann haben wir noch gepflanzt einen Kürbis. Das sieht man da, haben wir ein paar gepflanzt, einer, 2, 3. Und zwar ein Butternut, der ist brutal, der ist super, den mache ich ganz gern. Ein sogenannter Butternut-Kürbis, besonders gut anbraten zum Wildfleisch dazu oder sowas, oder einfach bloß den Butternut-Kürbis, kann man auch super Suppen machen, einmalig, das hat einen Geschmack, das glaubst du nicht, oh, brutal, gut, einwandfrei. Einer da, stehen da wie Soldaten. Jawohl. Ja, Zucchini haben wir auch noch gepflanzt. Grün und Gelb. Einlegegurken haben wir auch noch gepflanzt. Die sind weiter hinten. Und da schaut mal her, wie wunderbar, dass der Zwiebel aufgeht. Brutal. Also, das ist wie eine wahre Pracht. Ne? Aber eins ist brutal, und zwar. Sobald du in eine Schneisen von der Wühlmaus einpflanzt, ist die Wühlmaus radikal. Die frisst einfach eine Schneisen voll raus. Ja, sind alle hier.
Rückegassen, direkte Rückegassen, jawohl, ein Rückegassen voll Zwiebel. Hat die Wühlmaus rausgefressen. Schaut euch das an. Direkte Rückegassen voll. Naja, lehmer ja die Freude an dem guten Zwiebel. Ist ja noch genug da für alle. Ne? Schauen wir mal weiter, geht auch schon was auf. Bin jetzt gerade überfragt, was ich da hier da habe. Schüttelwagenrecht. Da haben wir auch noch was her. Das muss ich alleweil ein Zuckerrebsen gewesen. Kann man nicht zertaschen. Naja, sehen wir schon. Ja, und das da schaut ein bisschen komisch aus. Das ist nicht zum Spaß an der Freude, sondern welcher derer rückgegossen da vorne. Das ist für die, ja, für Wühlmeis und so weiter. Und zwar ist das folgendermaßen, da wenn der Wind geht, schlägt der Wind da hin. Wenn der Wind geht, schlägt der Wind da hin. Dann gibt es halt im Boden rein, das ist im Boden eingesteckt, so Vibrationen. Und dann sollten normalerweise die Wühlmeis fortbleiben, weil das stört die. Haben wir schon ein paar Mal probiert, funktioniert tatsächlich. Aber natürlich funktioniert es nicht, wenn man die Flaschen zu spät aufstellt. Die Wühlmaus schleißen, die war davor da. Und danach haben wir gemerkt, heute mal, wir haben unsere Flaschen nicht aufgestellt. Naja, das ist natürlich so. Naja, ist ja wurscht. Schauen wir nochmal weiter. Da die Sonne, oder? Unser Salat kommt auch schon raus, sieht man. Spitzt auch schon raus, aber es ist einfach von der Sonne her ein bisschen zu wenig. Heuer, da regnet es brutal, wie gesagt. Und darum ist da von dem Zeug, ist das aber ein bisschen später drauf. Aber naja, das holen die alle auf. War in die Jahre davor auch schon so. Das holen die auf. Na, wenn sie dann, meistens wird es noch ein ganz trockener Sommer. Heißer, trockener. Schaut sie mal heuer auch. Dann holen die das leicht auf. Das wachsen die einer sozusagen. Und da unser Zuckermais, wie vorher gesagt, schaut ein bisschen mager aus. Schaut ein bisschen mager aus heuer. Ja. Aber nein, ich meine, dass der das noch reinwächst. Schattig, nicht optimal, das muss man auch dazu sagen. Ne? Jawohl, das ist so viel zum Stand vom Gemüsegarten. Und dann schauen wir noch ins Treibhaus rein. Jawohl. Haben wir auch noch was an einem anderen Pfleg gepflanzt. Das sind Kartoffeln, Frühkartoffeln. Die sind schon relativ stämmig. Eigentlich schon gut dabei, wenn man sich das so schaut. Ja. Kartoffel, super. Frühkartoffel. Auf einem anderen Gemüsefeld, wenn ihr euch erinnert, haben wir auch Kartoffeln gepflanzt. Da tut sich aber noch nichts. Die brauchen seine Zeit, ne? Ja, macht's. Kartoffeln.
schauen alle samt einwandfrei gut aus, ja. Das kann man so sagen, ja. Ja, ja, einwandfrei. Mhm. Haben wir auch ein Wespennest. Ist schon brutal, weil solche Viecher sowas bauen können, gell? Möchte es nicht gern. Das lasse ich jetzt hinken, manche hauen es runter. Ich lasse es jetzt alle mal hinken und das beobachten. Wenn sie überhand nehmen, dann wollen wir was unternehmen. Ansonsten lasse ich die alle mal hinken. Nein, die dienen mir nichts, ich tue denen nichts, dann passt die Sache. Ne? Bin in Folge auch ganz da, was reiben könnten. Ansonsten passt das. Dann schauen wir noch ins Gewächshaus rein. Ne? Ja, da haben wir auch allerhand Tomaten da, schon vorgezogen. Salat. Schaut auch brutal gut aus, der ist eigentlich schon zum Ernten bereit, sozusagen. Und noch Tomaten, unser Lieblingsgemüse, sozusagen. Allerhand Sorten, allerhand Quacks, nur in Anzuchtschälchen drinnen. Ich komme dann nur ins mobile Treibhaus. Da bin ich gerade am Bauern dran. Und wenn das fertig ist, kommt das aufs Gemüsefeld, aufs Große, wird das eingestellt. Und dann werden die da eingesetzt. Ja, wunderbar. Die bin ich neu dran. Da probieren wir auch was. Und zwar Aubergine. Geht auch was auf, im Treibhaus erinnert. Schaut auch gut aus. Kleiner Pflanzler, ein bisschen braucht es noch. Mal wieder das Unkraut ein bisschen rauszupfen. Und schau, jawohl. Das schaut gut aus da. Ja, ja, ein bisschen braucht es noch, wenn es ein bisschen wärmer ist, draußen und so weiter. Und dann kann man schon aussetzen. Aubergine, das erste Mal probieren wir die. Schauen wir mal, ob sie die schluckt. Für unsere Wetterverhältnisse. Ja? Jawohl, so viel von meiner Seite. Wieder ein kurzes Update, eine kurze Aktualisierung von Garten, wie es im Garten drin ausschaut. Ist auch wieder einmal vielen Dank fürs Zuschauen. Vergeht's gut. Wenn euch die Videos gefallen, bewertet es positiv. Abonniert den Kanal. Für mich ist Feierabend. Ich hoffe für euch auch. Ja, die Sonne geht auch unter. Dann wird es Zeit. Haltet die Ohren steif, Kameraden. Bleibt gesund, das ist ganz wichtig. Alles Gute wünscht der Raff vom Kronwelli. Jawohl. Der Gersten wird heuer auch eine Ware gebracht.